Hallo, liebe Angelfreunde, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Unboxing und Gewinnen auf Big Fish Media. Ihr wisst es, unsere Tackle-Rubrik, bei der wir in jeder Folge Ruten, Rollen, Köder, Ausrüstung rund ums Angeln vorstellen, mit der ihr entweder besser fangen könnt oder komfortabler am Wasser unterwegs seid. Und ich sage in jeder Folge was zum Gewinner des Preises vom letzten Mal, denn wir stecken uns das vorgestellte Teil ja nicht in die eigene Tasche, sondern wir verlosen es für einen. Das heißt, einer von euch Usern kann dann am Ende der Folge das vorgestellte Teil auch gewinnen und damit dann zu sich ans Wasser gehen. Dazu aber erst später. Jetzt komme ich zum Produkt für diese Folge. Heute geht es nicht um Köder, um Ruten oder sonst irgendwas direkt zum Angeln, sondern etwas aus der Rubrik Zubehör. Und das habe ich genauer gesagt hier im Kofferraum von meinem Auto. Und jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich schon denken, was das ist. Das ist ein Club-E-Bike und genauer gesagt das A5 von DYU. Also ein E-Bike. Ich habe es gesagt, was man schön sehr praktisch klein zusammenfalten kann. Ihr seht es, das hier ist nicht der größte Kofferraum. Und trotzdem passt dieses E-Bike hier, dieses klappbare E-Bike, super rein. Wozu braucht der Angler so ein E-Bike? Ich habe zum Beispiel, oder ihr habt es wahrscheinlich auch, ein Vereinsgewässer oder mehrere Vereinsgewässer, wo man mit dem Auto zum Beispiel auf dem Parkplatz fahren darf. Aber von dort aus darf man nicht weiterfahren, sondern muss zum Platz gehen. Und das sind teilweise dann doch schon größere Distanzen. Und ja, da hat vielleicht nicht jeder Lust, das Ganze oder so weit zu latschen bis zum Angelplatz. Und ja, dann geht man halt nur an die nahen Angelplätze, wo eigentlich alle angeln oder füttern oder sowas. Und dann sind die Fangaussichten schlecht. Mit so einem kleinen, klappbaren E-Bike ist man flott unterwegs, kann auch größere Distanzen am Vereinsgewässer überbrücken. Und deshalb denke ich, dass so ein klappbares E-Bike wirklich eine Überlegung wert ist für jeden Angler. Ich werde das A5 oder A5 jetzt hier mal schon mal zusammenbauen. Dann seht ihr das, wie das aussieht, kriegt schon mal ein paar Eindrücke. Dann sage ich was dazu und dann werde ich noch mal auf Tour gehen damit. Und am Ende könnt ihr dann das Teil natürlich auch gewinnen. Ich habe das A5 oder das A5 jetzt mal aufgebaut. Ihr konntet es sehen, extrem kleines Packmaß, passt in jeden Kofferraum, ich denke mal auch vom Kleinwagen, kein Problem. Und es ist wirklich in Windeseile zusammengebaut. Man muss ja nicht viele Handgriffe haben, um das Ding zusammenzubauen. Einfach zweimal ausklappen, den Lenker hier vorne ausklappen und schon steht das Ganze. Ist klein, natürlich, ist ja auch ein kleines Klappfahrrad mit wenig Platz, was es euch im Kofferraum wegnimmt. Aber ihr könnt es auch als großer Angler, ich bin ja über 1,90 und da ist das Ding auch für ausgelegt. Es wiegt übrigens nur 22,5 Kilo. Ich habe es gesagt, zwischen 1,60 Meter und 1,90 Meter könnt ihr das Ding benutzen. Ihr könnt hier auch alles mit so Schnellspannern verstellen. Das finde ich wirklich super. Hier zum Beispiel die Sitzhöhe von dem Sitz. Ich muss mir den jetzt ganz nach oben stellen, weil ich halt so groß bin. Aber kein Problem. Ihr könnt hier auch den... diesen Lenker hier hoch und runter stellen mit diesen Schnellspannern oder auch hier den Lenker so verstellen. Das finde ich besonders gut, dass das mit Schnellspannern geht. Ich muss da nichts rumschrauben oder sowas. Sehr vorteilhaft. Und im nächsten Schritt kann ich mal ein bisschen auf die Technik zu sprechen kommen. Das A5 ist ausgestattet mit einem 350 Watt Motor. Reicht völlig aus, um den kleinen Flitzer hier mit mir obendrauf in Fahrt zu bringen. Völlig ausreichend. Hier ist der Akku verbaut. In dieser Einheit hier. Kann man auch rausnehmen, das zeige ich euch später mal. Hier ganz normal Bremse für Vorder- und Hinterrad, wie ihr das von eurem normalen Fahrrad auch kennt. Das Bike ist ausgestattet mit Vorderlicht und mit einem Rücklicht. Könnt ihr hier über diesen Knopf zu- und wieder ausschalten, wenn ihr das möchtet. Und ihr habt hier die Möglichkeit, praktisch mit Unterstützung zu fahren, mit elektronischer Unterstützung, wie ihr das von jedem E-Bike kennt. Oder auch im Selbstfahrmodus.
Und dann müsst ihr praktisch gar nicht treten, also was für die ganz bequemen Angler dann so ähnlich wie so ein Elektroroller. Mit Tretunterstützung erreicht das Ding eine Geschwindigkeit von 25 km/h. Ohne Tretunterstützung, also im Selbstfahrmodus, schafft das Gerät 23 Stundenkilometer Geschwindigkeit. Das reicht völlig aus, um hier ja, ganz noch schön am Gewässer lang zu cruisen. Die Reichweite ist übrigens auch völlig ausreichend dafür, dass ihr hiermit dann um euer Gewässer fahren könnt, wenn ihr nicht um den Bodensee fahren wollt. Reicht für so ein kleines E-Bike völlig aus. Es ist ja nicht für ausufernde Straßenfahrten geeignet und auch nicht konzipiert. Also dafür völlig ausreichend. Und im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt mal, wie das mit der Batterie hier funktioniert. Hier das ist der Akku, der die Leistung bringt. Und der wird ganz einfach aktiviert. Hier über diesen Stecker, steckt ihr rein, zack. Kein Problem. Jetzt könnte man das E-Bike starten und losfahren, aber ich möchte euch natürlich noch zeigen, wie man den Akku hier entnehmen kann. Und dafür müssen wir einmal kurz die Seite wechseln. Hier könnte man das Ladekabel befestigen, wenn man den Akku praktisch am Fahrrad montiert laden möchte, geht natürlich auch. Aber man kann den Akku auch entnehmen. Dafür entriegelt man den hier, nimmt ihn, klappt das hier hoch und jetzt muss ich am Sattel diesen Hebel, der unten dran ist, betätigen. Dann klappt das Ganze hoch. Und jetzt kann ich den Akku hier ganz einfach rausnehmen. Muss natürlich noch das Kabel lösen. Und jetzt ist der Akku raus. Jetzt könnte ich den mitnehmen und an dem Ladegerät, was dabei ist, zu Hause dann ganz einfach aufladen. Ganz einfach reinschieben, Kabel hier an der anderen Seite reinstecken. Und dann ist der Akku fertig montiert. Bevor ich jetzt anschalte, möchte ich noch mal kurz was zur Federung sagen, weil das ist ja auch nicht unwichtig, besonders wenn man ja ein bisschen so hier auf einem Feldweg oder so unterwegs ist. Vorne ist es ganz normal gefedert, wie ihr das auch von eurem normalen Fahrrad kennt, mit so einer Federgabel. Hier hinten gibt es jetzt am Rahmen sozusagen keine Federgabel, aber es gibt hier diese Federung. Darüber ist das gefedert und das sollte für die normalen, kleineren Touren, die man hier unterwegs ist, sollte das auch ausreichen. Und jetzt kann ich im nächsten Schritt mal das E-Bike aktivieren und da braucht man eine Fernbedienung. Das ist so ein bisschen ungewöhnlich, also habe ich bei E-Bike so noch nicht gesehen. Für das A5 braucht man eine Fernbedienung, so ein bisschen wie bei eurem Auto. Und davon sind 2 Stück mitgeliefert hier. Und ihr könnt das E-Bike, wenn ihr den Akku natürlich dann angeschlossen habt sozusagen, drückt ihr zweimal auf das Blitzsymbol hier und dann geht das an. Das könnt ihr daran sehen, dass der Bordcomputer hier aktiviert ist und dann könnt ihr eigentlich auch schon ja, praktisch losfahren. Bevor ich losfahre, muss ich noch einen weiteren Punkt hier von dem A5 kurz erklären, denn es gibt noch eine Diebstahlsicherung. Finde ich ganz witzig, dann ja auch so ähnlich wie beim Auto. Und dafür drücke ich hier bei der Fernbedienung auf die Taste mit dem geschlossenen Schloss, einmal drauf drücken und jetzt ist diese Diebstahlsicherung aktiviert und wenn ich jetzt den Dieb simuliere sozusagen, ich komme jetzt, will das Fahrrad wegnehmen, dann gibt es das Warnsignal hier und ja, dann sollte man aufmerksam werden, was passiert und ihr könnt natürlich dann auch den Diebstahl, jetzt, das geht halt über Bewegung, wenn da Bewegung dran kommt. Jetzt drücke ich auf die Taste hier mit dem offenen Schloss und dann ist die Diebstahlsicherung wieder deaktiviert. Kurz zur Erklärung hier von dem Display, das ist wirklich sehr einfach ablesbar, überhaupt nicht kompliziert. Hier oben ist die Geschwindigkeit, die ihr fahrt, hier die zurückgelegte Strecke und hier unten könnt ihr jetzt Eco sehen. Da könnt ihr die Unterstützungsmodi wählen, das sind insgesamt 3 Stück. Ich schalte die jetzt mal hier durch über die M-Taste. Jetzt ist gerade Eco drinne, Mittel und dann High. Also wenn ihr richtig Power haben wollt, dann drückt ihr High. Und hier rechts könnt ihr sehen den Akkustand. Der ist jetzt noch voll, weil ich es vorher voll geladen hatte. Also wirklich wenig spartanisch, aber genau richtig. Kein Schnickschnack, kann man alles gut erkennen. Das Wichtigste ist drauf. Übrigens gibt es hier hinten auch noch einen kleinen Gepäckträger. Also da könnte der Ewald sich jetzt nicht draufsetzen. Zum ersten, weil sein Hintern zu groß wäre dafür. Und zum zweiten, weil dann die Gesamtzulast oder Zuladung doch überschritten ist. Aber man kann ja zum Beispiel, eine Angeltasche draufpacken oder auch einen Futtereimer und den dann mit Spanngurten dann befestigen, wenn man zum Anfüttern zum Beispiel fahren will, was ja auch immer mal Sinn macht an so einem großen Gewässer. Kann man mit dem Ding hier locker flockig anfüttern fahren, Futter in der Tasche oder im Eimer hier oben drauf und los geht's. Ich habe ja gesagt,
dieses Bike hier hat praktisch eine Unterstützung, wenn ihr fahrt. Und es hat auch einen sogenannten Selbstfahrmodus. Also so ähnlich wie beim Motorrad, glaube ich, könnt ihr drüber Gas geben. Ihr seht es vielleicht, es geht schon so leicht nach vorne. Also das ist praktisch der Gashebel dafür, dass ihr dann losfahren könnt. Es gibt hier noch eine praktische Hupe, die hat einen ganz lustigen Sound. Den werde ich jetzt auch mal aktivieren hier. Also elektronisch, nichts mit Klingel, sondern schön elektronisch. Belastbar ist das ganze Ding hier übrigens bis 150 Kilo. Kann ich noch ein paar Hamburger essen bei McDonald's und darf immer noch drauf fahren. Und was mir auch sehr gut gefällt, denn ich bin ja in meiner Freizeit bin ich ja Rennradfahrer. Und wer schon mal auf einem Rennradsessel gesessen hat, der weiß, das tut weh, wenn man es nicht gewöhnt ist. Und das hier, das ist was ganz anderes. Das ist nämlich so ein richtig schön gemütlicher, breiter Sessel. Da kann man seinen Hintern so richtig drauf pflanzen und kann damit losfahren. Sitzt man sehr weich gepolstert. Und ich glaube, jetzt habe ich das Gröbste mal erklärt hier. Natürlich alle weiteren Infos in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das nochmal ganz genau angucken, weil ich kann ja alles gar nicht nennen. Ich würde sagen, jetzt hole ich mir mal meinen Fahrradhelm und dann drehe ich mal die erste Runde hier mit. So Leute, es macht richtig Spaß hier mit dem A5 durch die Gegend zu cruisen hier am See. Schotterpiste, alles kein Problem. Man kann hier jeden Angelplatz richtig schön anfahren. Und wenn ich jetzt zum Füttern fahren wollen würde oder mit der Spinnrute oder mit kleiner Ausrüstung, gar kein Problem. Da würde ich mir den schweren Gang vom Auto bis an den Angelplatz gar nicht mehr antun. Mit dem A5 hier, ich habe gesagt, es macht richtig Laune. Und für unter 600 Euro bekommt man auch richtig viel Bike mit einer tollen Ausstattung und vor allem mit diesem wirklich super praktischen Transportmaß. Das hat mich wirklich begeistert. Ich habe es gesagt, es passt in jeden noch so kleinen Kofferraum rein. Ihr müsst es nicht mal ausladen. Ihr könnt es auch noch drinnen lassen, wenn ihr 2-3 Tage später dann wieder zum Angeln fahren wollt. Und was ich auch witzig finde, ist hier dieser Boost-Modus, dieser Selbstfahrmodus, womit ihr losfahren könnt. Müsst euch aber dann mit Zulassung und so ein bisschen selbst mal informieren, wie das ist. Weil es ist ja praktisch keine Unterstützung mehr, sondern ein Selbstfahrmodus. Bevor ich jetzt zur Gewinnfrage komme hier für das A5 von DYU, noch was kurz zum Gewinner des Preises vom letzten Mal. Ihr kennt es mittlerweile bei unseren Unboxing- und Gewinnfolgen. Wir müssen die Folgen vorproduzieren, kennen deshalb zum aktuellen Zeitpunkt die Reihenfolge unserer Unboxing-Folgen noch nicht. Und deshalb kann ich den Gewinner und das Produkt vom letzten Mal jetzt hier nicht namentlich nennen. Aber wenn wir es so machen, dann findest du den Gewinner und das Produkt in der Videobeschreibung. Und wenn du dich da wiederfindest, bitte eine E-Mail schreiben an bigfishmedia@web.de. Screenshot von deinem YouTube- bzw. Google-Account dabei packen. Eine kurze Info, bei welchem Video du gewonnen hast. Und natürlich auch deine Adresse, damit wir wissen, ja, wo der Preis hinkommen soll, wo wir ihn hinschicken können. Und dann sorgen wir dafür, dass du deinen Gewinn zugeschickt bekommst. Und jetzt, liebe Leute, geht es an die Gewinnfrage für dieses coole, praktische E-Bike hier. Und dafür möchte ich von euch wissen, wie ist die maximale Zuladung hier für das A5 von DYU? Ich habe es gesagt im Video, es sollte also kein Problem sein, die Frage richtig zu beantworten. Und dann, richtige Lösung, bitte hier unten in die YouTube-Kommentare reinposten. Und dann wird es einen glücklichen Gewinner geben, der bei sich am Gewässer dann damit unterwegs sein kann und alle Spots erreicht und immer an den besten Stellen unterwegs ist. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Erfolg beim Gewinnspiel und natürlich viel Petri Heil am Wasser. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.